Guten Morgen Winterthur, guten Morgen liebe Familie von den Wohlfühltagen, es ist eine Ehre mit euch dabei sein über das Video. Ich möchte euch einladen, euch zu entspannen und ein paar Worte, ein paar Herzworte an euch zu richten, auf dass wir zusammen können besser den Dienst machen in Winterthur. Bald auch darf ich live dabei sein im nächsten Jahr. Schließe die Augen und lasst los. Ein paar von euch kennen schon meine wichtigste Meditation. Die ist die Herzmeditation. All meine Aufmerksamkeit ist auf mein Herz gerichtet. Lasst los und richtet alle Aufmerksamkeit aufs Herz. All meine Aufmerksamkeit ist auf mein Herz. Ora Son gerichtet. Ich breite die Sensations, die Gefühle im Herzraum aus, im ganzen Körper und bis über meinen Körper raus. Und dort treffen wir uns, dort treffen sich unsere Herzfelder. Ein Maya Zeltal würde sagen, da bisilik hunach gotantik. Wir sind ein einzig Herz. Da bisilikunach gotantik, da bisilikunach gotantik. Versucht den ganzen Tag, könnt die Augen wieder langsam aufmachen, das Gefühl, das Herzbewusstsein beizuhalten. Das ist der beste Schutz, das ist die beste Connection von dem Herzli, wo ja als erstes schlägt im Fötus, geht ganz viel aus. Dort ist der grosse Entscheid passiert, wie dein Leben wird weitergehen und natürlich das von diesen Menschen, die du begleitest heute in Winterthur. Nochmal liebe Grüße und als Überraschung möchte ich auch Maria und Guido ganz herzlich grüßen und willkommen heißen in der Familie von der Herzzeit, wo ihr auch alle eingeladen sind. Das ist unsere Bewegung hier in Mexiko. Es ist Herzzeit, es ist Tiempo del Corazón. Ich glaube, es ist Zeit, ja. Ja, ich danke dir, Maria und Guido, dass ihr neu dabei sind im Team. Und es wird dann eher sein, im nächsten Februar in Dübendorf dürft dabei sein und zusammen den Dienst zu tun, auch live mit Körper, jetzt nur mit Essenz. Und ich möchte euch noch gerne etwas mehr mitgeben auf den Weg und bedenke an den Neubeginn, was auch für mich ist, Maria und Guido, und ich glaube für euch alle, ich glaube jeden Tag ist immer ein Neubeginn. Wenn wir das wirklich wahrhaben wollen und die Verantwortung übernehmen. Ich möchte euch kurz drei Pfeiler mitgeben, wo wir hier in der Eröffnung vom Heilzentrum in San Lorenzo, vom Verein Herzzeit, vor ein paar Wochen gegeben haben. Und das bringe ich auch mit als erstes nach Winterthur im nächsten Jahr. Geht nochmal ins Herz, schließ Herz und tue mir Lattice Plasma Faden von dem kosmischen Gitternetz, wie ich es im Buch Lattice Surfing beschreibe, aber in die Erde schicken, mit einer Ausatmung über die Nase. Stell dir vor, wie du dich dabei erdest und es kommt eine Reaktion zurück vom Feld von der Mutter Erde, von ihrem grossen Herz. Spür, wie die Liebe raufkommt. Du kannst ein neues Glied aufmachen. Wir haben hinten dran die Mutter Guadalupe, die Jungfrau von Guadalupe. Das ist die Mutter Maria in Mexiko, ganz wichtig. Und wieder vom Herz auseinander mit Augen zu, Plasma, Faden
Uffe ins Zentrum von der Galaxie, Hunab Ku. In das große Herz von unserer Galaxie, von dort her immer mehr Information zu uns kommt, je nachdem, ob wir offen sind. Dafür und jetzt lasse auch wieder eine Antwort zurückzukommen, Du wirst jetzt sicher auch wahrnehmen, wie Problem oder der Stress zur Vorbereitung weniger ist, mehr Klarheit da ist oder du fließest mit dem Gott Hunab Ku, was er war für die Maya, und verbinden wir das wieder zusammen im Herzen, in einer Herzkugel. Vergesst nicht, und ich erwähne die drei Schritte, die ich werde im Vortrag in Winterthur erwähnen. Wir sind alle auf drei Ebenen tätig und das ist der Motor für viele Menschen unbewusst. Der erste ist das Leid und der Schmerz, und viele von diesen Menschen werden heute zu dir an den Stand kommen. Auch wir viele fallen zurück auf die Ebene, und wir müssen dann sehen, dass wirklich der Schmerz der eigentliche Motor ist oder die Schmerzverminderung, denken wir nur an die Werbung. Ein grosser Schritt ist es für viele, wenn wir kreieren. Ein Coach würde sagen, Resultat müssen rausgehen. Und das ist wunderbar, wir sind grosse Schöpfer. Das ist etwas Grosses, weil wir können wieder die Künstler sein. Und das wünsche ich dir heute auch. Kreiere etwas Neues, etwas, was du noch nie gemacht hast im Leben. Mach nicht die gleiche Technik wieder und wieder. Weil du bringst ganz viel neue Informationen mit, wie die, die gekommen ist von Hunab Ku. Jetzt. Auch da, diese Ebene, ist eine Falle für viele Menschen. Und sie bleiben in diesem Konzept gefangen. Ich bin das, ich mache das. Gehen wir eine Ebene weiter und dann sind wir auf der wirklichen Ebene vom göttlichen Plan. Du bist ein göttliches Wesen, eine göttliche Frau, ein göttlicher Mann. Lass dich treiben. Sie machen deine Agenda. Sie machen die Heiligen. Auf dass du all die drei Ebenen kannst erwecken, ohne Wort in den Menschen, weil du sie vorlebst. Ich schließe noch einmal das Herz, die Augen und öffne das Herz und schließe das Herz und öffne das Herz und schließe das Herz und öffne das Herz. Das ist der galaktische Puls auf allen fraktalen Ebenen. Wir sammeln es nochmal im Herzen, da Basilikunach Gottantik. All meine Aufmerksamkeit ist auf mein Herz gerichtet. Wohlfühltag Zürich. Ich verneige mich vor euch. Ich bin zu euren Füßen, wie man sagt, in Mexiko. Viel Erfolg heute, viel Licht, auf das sich heute viel Herzen öffnen. Danke an euch alle. Danke, Marco. Es ist Herzzeit.